Das sind die Feen der Erde, des Wassers, des Feuers und der Luft. Paparazzi! Hm? Wer hat dir erlaubt, Fotos von mir zu machen? Lass uns den Aufzug nehmen. Hallo Mädels! Hi, dieser Aufzug ist ziemlich klein. Lasst uns unsere Elementarmagie einsetzen. Wow, was war das? Wow, meine Strumpfhose! Unglaublich! Ziehe eine Nylonstrumpfhose über einen Schlauch. Zeichne mit Stoffmalfarbe Meereslebewesen. Gefallen dir meine Strumpfhosen? Schön, ich will auch was. Ich muss jetzt niesen. Ups, ich habe aus Versehen ein kleines Feuerchen gemacht. Jedes Mal. Hallo, Alex. Du kommst in einer Minute rüber, okay? Oh nein, was soll ich tun? Ruhig bleiben. Keine Panik. Ich habe einen Zauberschlüssel. Ich werde mich schminken. Wickle ein Stück lufttrocknende Modelliermasse um einen Eyeliner. Füge Teile eines Schlüssels hinzu. Lasse es aushärten. Streiche es. Dekoriere es mit Moos. Los geht's. Wow. Ich sehe toll aus. Ich bin bereit für mein Date. Hi, Alex. Du bist wunderschön, wie immer. Das ist für dich. Oh, danke schön. Und ein Zauberschlüssel für dich. Meine neue Handtasche ist angezündet. Schneide Flammen aus Schaumpapier aus. Befestige sie an einer Handtasche. Füge ein Schaumstoffpapierspiel hinzu. Ich mache meine Lippen und dann kann ich gehen. Diese Handtasche, sie ruft meinen Namen. Ah! Wer macht Popcorn? Ich bilde mir das nur ein. Was für eine tolle Tüte. Und das Popcorn ist fertig. Ich bin bereit. Ich bin fast fertig. Oh, das kitzelt. Wasser, wir sind schon spät dran. Machst du dein Make-up? Ich? Mach's kurz, ich habe einen Spezialspiegel. Male den Boden einer Muschel blau an. Bringe kleine Fische an. Decke es mit Epoxidharz ab. Lasse es 24 Stunden aushärten. Dekoriere es mit einer Seerose. Klebe die andere Hälfte der Schale auf. Befestige einen Spiegel daran. Bam, und dein Make-up ist fast fertig. Schrecklich. Was ist los? Oh, es ist schlecht geworden. Los geht's. Magst du es? Unglaublich. Endlich. Komm schon. Das Bad ist immer besetzt. Oh, das ist Wasser. Wir brauchen etwas frische Luft hier drin. Befestige Stücke aus Wildleder an einer kleinen Flasche. Klebe eine Wildlederkordel um den Hals. Bedecke den Boden. Befestige eine Zubehörspange an der Kordel. Fülle das Duftöl in die Flasche. Füge Farbe hinzu. Decke es mit dem Korken ab. Das ist viel besser. Riecht wunderbar. Feuer? Was machst du da? Oh, Wasser! Bitte komm rein. Ich muss es aufschreiben, bevor ich es vergesse. Dieses Tagebuch ist das Beste, um Geheimnisse zu bewahren. Ich muss mein Notizbuch an einem sicheren Ort aufbewahren. Die Erde ist weg. An die Arbeit. Also gut, lesen wir, was sie hier geschrieben hat. Unglaublich. Was für eine rührende Geschichte. Oh, mir kommen gleich die Tränen.
Oh oh, meine Tränen haben Gras wachsen lassen. Verstecken wir es und rennen los. Ich hoffe, die Erde merkt nichts. Gestalte mit Heißkleber eine Baumrindenstruktur auf einem alten Notizbuch. Klebe ein paar Stücke echter Rinde auf. Beschichte es mit Farbe, damit es wie Holz aussieht. Dekoriere es mit Moos. Befestige in der Mitte eine Perle mit einer getrockneten Blume. Seifenblasen sind immer eine gute Idee. Was? Ist die Flüssigkeit schon weg? Ich weiß, Wasser wird mir helfen. Klebe zwei Seifenblasenflaschen mit Heißkleber zusammen, um ein langes Stück zu erhalten. Wickle es in Glitzerschaumpapier ein. Bringe die Füllung auf dem Deckel an. Richte eine klare Sphäre ein. Verziere den Stiel mit einer Angelschnur mit Perlen. Die Temperatur ist in Ordnung. Wasser! Oh nein, die Luft will wieder was von mir. Hier drüben wird sie mich nicht finden. Wasser, wo bist du? Sie ist immer verschwunden. Oh, ein Aquarium. Das ist eine gute Idee. Fisch, ich leihe mir etwas von deinem Wasser. Juhu, die Seifenblasen sind fertig. Danke. Das ist so unhöflich. Das Geschirr ist wieder schmutzig. Lass uns ein bisschen zaubern. Hey, komm her. Wow, wer ist das? Was? Eine Fee? Vielen Dank. Das muss ich selber machen. Die vier Elemente haben sich getroffen. Und es sieht so aus, als hätte es jemand mit den Streichen übertrieben. Es ist ein ganz normaler Morgen für unsere vier Elemente. Moment, was ist das? Ein Preis für den besten Streich. Oh, ich hab's. Lass den Wettbewerb beginnen. Ich werde dem Wasser einen Streich spielen. Wer ist es? Oh. Feuer! Das ist so lustig. Ich werde dieses Feuer löschen. Das war unerwartet. Ups, Entschuldigung, Feuer. Die Luft wird sich noch lange an diesen Streich erinnern. Wo ist mein Lieblingsduschgel? Der Spender funktioniert nicht. Gut, ich schütte es trotzdem rein. Was ist das? Ist das Ton? Ich weiß, wer das war. Ich muss das sofort abwaschen. Und malen. Das war's, Erde. Es ist niemand da. Erde, du hast es so gewollt. Jetzt weißt du, dass es eine schlechte Idee ist, mir einen Streich zu spielen. Na bitte, ich muss mir nur noch die Haare föhnen. Das wird schnell gehen. Die Erde leuchtet heller als ein Diamant. Oh, Süßigkeiten. Moment mal. Was, wenn das wieder ein Streich ist? Ich muss vorsichtig sein. Es ist nicht explodiert. Sieht aus, als wären das normale Bonbons. Hacke eine Chilischote. Verarbeite sie in einem Mixer. Mische geschmolzene rote Schokolade mit Pfeffer. Gebe es in die Förmchen. Bedecke es mit einer Schokoladenschicht. Lege die fertigen Süßigkeiten in eine Geschenkbox. Meine Zunge brennt. Sie brennt Wasser. Wo ist das Wasser? Es ist nicht genug. Aber ich bin Wasser. Das Feuer ist aus. Was für ein furchtbares Bonbon. Die Erde sieht sich ein Katzenvideo an und die Luft langweilt sich.
Hier muss mal ordentlich geputzt werden. Die Erde macht nie etwas. Sie sollte aufräumen. Nimm einen Ventilator auseinander. Befestige einen hypnotischen Kreis an den Klingen. Baue alle Teile zusammen. Erde, schau mal hierher. Wow, das ist wunderschön. Ich kann meine Augen nicht davon abwenden. Erde, reinige den Staub. Hierher. Nein, nicht. Genau hier. Da drüben. Die Hypnose funktioniert. Mädels, habt ihr schon gefrühstückt? Nein! Nein! Feuer, du hast es schon wieder getan. Hatten wir nicht vereinbart, dass du nicht mehr in der Küche niesen darfst? Mädchen, Kohle ist sehr gut für euch. Ich weiß, ich muss sie abkühlen. Nein, tust du nicht. Du wirst hier drin schnell abkühlen. Halte die Tür auf. Endlich ist sie ruhig. Was? Ist sie leer? Wo ist das Feuer? Wonach suchst du? Die Luft ist sehr auf das Lesen konzentriert. Es ist Zeit für Streiche. Gebe Mikrogrünsamen in eine Körperlotion. Bio-Make-up mit den natürlichsten Inhaltsstoffen. Meine Haut ist ganz schön trocken. Ich brauche eine Lotion. Je mehr Lotion, desto besser. Microgreens wachsen so schnell. Oh, das ist so lustig. Das müsst ihr euch ansehen. Es reicht. Ich hasse dieses Telefon. Feuer, was machst du da? Warum? Lege eine alte Handyhülle auf Pergamentpapier. Tropfe Heißkleber auf. Streiche es mit Acrylfarbe an. Zeichne auf eine Kamera. Wow, das ist ja verrückt. Das ist so komisch. Seht es euch an. Das Frühstück ist fertig. Ich muss nur noch etwas Milch aufwärmen. Hol einen Löffel. Danke. Was? Ist der Löffel geschmolzen? Aber wie? Gut, ich hole einen neuen. Schmelze blaue Schokolade. Gieße sie in eine Löffelform. Lasse es aushärten. Nimm es aus der Form. Was ist hier los? Der hier auch? Probier das mal. Weißt du was? Versuch es doch. Ich werde... Es ist heiß. Du bist winzig. Chips. Mein Lieblingssnack. Nicht nur deiner. Wasser. Hey, wer hat die ganzen Chips gegessen? Es sind nur noch Kohlen übrig. Feuer, warst du das? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh ja, ich habe eine Idee. Spezielle Chips. Stecke einen Luftballon in eine leere Pringles-Tube. Fülle sie mit Wasser. Befestige das Ende des Ballons mit der Kappe. Feuer, das ist für dich. Wenn du Chips so sehr magst. Danke, was war das? Nächstes Mal überlegst du es dir zweimal, bevor du das Essen von jemand anderem isst. Es ist Zeit, Musik zu hören. Befestige gefälschte Edelsteine und Juwelen an kabellosen Kopfhörern. Ziehe Perlen auf einen dünnen Draht auf. Was wird da gespielt? Willst du zuhören? Natürlich will ich das, aber ich kann die Musik nicht hören. Nur Wassergeräusche.
Und ob. Dieser Kopfhörer ist kaputt. Oh Mann, ich habe Wasser in den Ohren. Wie kriege ich das wieder weg? Streiche sind gar nicht so lustig. Oh ja. Aber wer bekommt den Preis? Was? War es ein Scherz? Wirklich? Ich habe eine Einladung zu einer großen Party. Mein Schwarm wird dort sein. Juhu! Lasst uns Spaß haben. Eine Party? Wen interessiert das schon? Wo sind sie denn alle hin? Ich muss mich fertig machen. Das war ein toller Spaziergang. Oh nein, meine Haare. Es sieht schrecklich aus. Ich weiß, ich werde die Kraft des Windes nutzen. Toll gemacht. Jetzt habe ich eine perfekte Frisur. Was war das? Wind, bist du das? Komm schon. Oh, Parfum. Ich frage mich, ob es hier etwas Schönes gibt. Zu süß. Zu stark. Ich brauche etwas Windmagie. Hier ist es, der perfekte Duft. Spritze Ölsprühfarbe in einen Behälter mit Wasser. Färbe eine Parfümflasche so ein, dass sie wie Marmor aussieht. Mische 21 Gramm von der Parfümgrundlage und 7 Gramm vom Parfüm. Gieße es in das Fläschchen. Setze einen Sprühzerstäuber auf. Verziere das Fläschchen mit Perlen. Was für ein magischer Duft! Was ist das für ein wunderbarer Duft? Warte, geh nicht weg! Ich kann ohne diesen Duft nicht leben! Ich bin verliebt! Wartet auf mich! Ich werde mich von Frau Klaus scheiden lassen! Das ist mein blauer Lieblingslidschatten! Ich werde mich schmücken und dann kann ich auf eine Party gehen! Habe ich wirklich alles fallen gelassen? Was soll ich jetzt machen? Es ist nichts mehr da. Es ist alles ruiniert. Wasserschatz, was ist passiert? Eine Katastrophe. Schließe deine Augen und... Deine Tränen werden zu leuchtenden Perlen. Dein Make-up ist gerettet. Wow, das ist wunderschön. Luft, du hast mich gerettet. Meine Lieblingstonmaske. Oh oh. Sie ist mir ausgegangen. Ich muss eine neue finden. Meine straffende Augenmaske ist da. Toll. Schneide einen Fisch aus Lebensmittelplastik aus. Backe ihn bei 210 Grad 10 Minuten lang. Färbe den fertigen Fisch mit Acrylfarbe ein. Mache ein paar verschiedene Fische. Schneide einen Buchumschlag auf die richtige Größe zu. Nähe die Kanten. Und klebe den Fisch auf. Füge eine Drucktaste hinzu. Setze eine Augenmaske auf. Erde, wo warst du? Keine Tonmaske verdient dieses Opfer. Und ich werde einfach meine Augenmaske holen. Im Ernst? Warum ist mir das nicht eingefallen? Erde, deine Haare sind toll. Ich liebe es. Lass uns zusammen ein Selfie machen. Okay, mal sehen, wie es geworden ist. Ich verstehe nicht, was daran falsch sein soll. Sieh genauer hin. Ich habe vergessen, mich mit meinem Eyeliner zu schminken. Das ist eine Katastrophe. Ich muss das sofort in Ordnung bringen. Ich brauche ein loderndes Feuer. Es ist perfekt. Bestreiche Eyeliner mit Heißkleber. Dekoriere es mit Kohle. Füge Acrylfarbe hinzu, damit es aussieht, als würde es brennen. Streue Asche darüber. Wow! Feuer, deine Magie ist wirklich sehr mächtig. Diese Kohle ist ein toller Ersatz für Eyeliner. Das ist nicht richtig. Und das hier geht auch nicht. Welches Serum soll ich nehmen? Das ist das neueste Produkt. Genau, was ich brauche. Luft, wo willst du hin? Sie ist wieder weggeflogen.
Trage Heißkleber auf eine Flasche mit Feuchtigkeitsserum auf, um sie wie ein Tropfen zu formen. Überziehe sie mit einer Schicht aus Modelliermasse. Schneide sie entlang der Naht ein. Beschichte es mit flüssigem Kunstmedium. Füge ein spezielles Produkt hinzu, das Strudel erzeugt. Meine Augen, was leuchtet denn da so hell? Ich brauche sofort eine Sonnenbrille. Brrr. Luft, du glühst ja. Wasser, das verdanken wir dir. Vielen Dank. Willst du auch leuchten? Klar. Warum ist er noch nicht da? Er ist eine halbe Stunde zu spät. Was, wenn er gar nicht kommt? Was, wenn er mich nicht mag? Oh nein, was habe ich getan? Plan, Pflanze, du wirst mir helfen. Etwas Erdmagie und eine große Kristallnagelfalle werden mich retten. Klebe drei Heißklebestifte zusammen. Forme sie wie einen Kristall. Streiche es mit Acrylfarbe. Füge Permutpulver hinzu. Klebe eine Nagelfeile auf die glatte Seite. Das war's. Meine Nägel sind gerettet. Da ist er ja. Hallo. Schatz, es tut mir so leid, dass ich zu spät komme. Diese Blumen sind für dich. Danke. Ich habe bereits einen Drink für dich bestellt. Du bist unglaublich. Meine Party läuft großartig. Mädels, gefällt euch die Party? Lernt meine Freunde kennen. Hi, tun sie es nicht. Mädels, lasst uns losgehen. Wir sind ein Dreamteam aus vier Elementen, wie es aussieht. Wuhu! Caroline, unsere Retterin. Du bist die Einzige, die uns helfen kann. Wir brauchen ein umwerfendes Make-up für eine Party. Ich will süße Wangen. Und ich will meine Wangenknochen definieren. Mädels, ich mache alles, was ihr wollt. Lasst uns Augenklappen in Wolkenform auftragen. Werden sie sich in echte Wolken verwandeln? Juhu! Nehmt ein Netz als Schablone, tragt Lidschatten auf und ihr bekommt ein tolles Schuppenmuster auf die Wangen. Wow, ich liebe es! Wasser, das sieht toll aus! Luft, nimm deine Augenklappen ab! Wow! Weiche, leichte Wolken! Danke! Besser hätte es nicht sein können. Die Elementtag-Party steht vor der Tür. Wie soll ich meine Haare machen? Es muss etwas Besonderes und Kreatives sein. Mir fällt nichts ein. Ich weiß, ich werde meine Wasserkraft einsetzen. Meine Nassfrisur ist in wenigen Sekunden fertig. Wahnsinn! Was soll ich tun? Oh, das Wasser hat gute Arbeit geleistet. Das ist eine gute Idee. Ich will auch meine Feuerkraft einsetzen. Ich werde meinen Finger statt des Lockenstabs benutzen. Das sind perfekte Locken. Wasser, das haben wir toll gemacht. Das ist sicher Feuer. Das Feuer ist ein bisschen spät. Oh, Caroline, Hilfe! Ich muss sofort meine Nägel machen. Die alten Nägel nerven mich. Dann fangen wir mal an. Wie wäre es mit dieser Farbe? Nein, magst du gelb? Nee. Grün? Igitt! Ich habe eine Idee. Feurige Nägel für eine besondere Kundin. Ja, ja, das ist genau das, was ich brauche. Tauche deine Nägel ein und lass sie kurz drin. Oh, es riecht nach Feuer. Fertig. Trage einen Streifen roten Gelnagellack auf einen und einen gepressten Nagel auf. Füge einen gelben Streifen hinzu. Und etwas Schwarzes. Ziehe mit einem dünnen Pinsel Wellenlinien von rot nach schwarz. Lasse es wie Flammen aussehen. Trockne die Nägel unter einer UV-Lampe. Mache 10 Nägel zum Aufdrücken. Die feurigen Nägel sind fertig. Danke. Ich gehe mal Feuer machen. Bye. Wie kann ich das löschen? Seifenblasen sind immer lustig. Und sie sehen wunderschön aus. Vielleicht kann ich sie als Accessoire verwenden. Lass mich ein paar fangen. Klebe eine Halbkugel aus durchsichtigem Klebstoff auf eine kleinere Halbkugel. Klebe verschiedene Kugeln nacheinander auf. Befestige eine Angelschnur an den Seiten. Füge Schmuckspangen hinzu. Die Halskette aus Seifenblasen ist ein perfektes Accessoire. Startet eure Motoren.
Lasst uns unser Abenteuer beginnen. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Zuerst müssen wir unsere Route planen. Wer kann die Karte lesen? Wir müssen in diese Richtung. Nein, da lang. Wie können wir hier unser GPS einschalten? Die Luft kennt eine altbewährte Methode. Man muss sich den Finger lecken und sehen, aus welcher Richtung der Wind weht. Aber jetzt ist es doch gar nicht windig. Mädchen, ich weiß, mein Holzanhänger. Das Muster darauf wird uns sagen, wo Norden ist. Drehen wir ihn. In diese Richtung. Hoppla, wartet auf mich. Weiß jemand, wie man ein Zelt aufbaut? Gibt es eine Anleitung? Und was macht man damit? Versuchen wir, das Zelt selbst aufzustellen. Seht, ich bin ein Zeltgeist. Warum ist dieses Ding hier? Mädels, seht mal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir müssen es nur noch nach Süden drehen. Mädels, schaut euch diese schönen Seifenblasen an, die ich puste. Ups. Die Luft ist wieder mit dem Wind über Bord gegangen. Wo ist das Wasser? Mädchen, was ist passiert? Lasst uns ein Lagerfeuer machen. Diese kleinen Äste reichen bestimmt nicht aus. Wir müssen in den Wald gehen und richtiges Holz holen. Dieser Baum wird perfekt sein. Halt, Feuer! Tu's nicht! Das ist eigentlich nicht mal meine Axt. Tut mir leid, Erde. Brauchst du Äste? Warte mal. Reicht es? Jetzt haben wir eine Menge Holz. Lasst uns zum Mittag essen. Raum, Baum, sag mir, wo die beste Ernte ist. Da drüben? Danke. Die Erde hat das beste Gemüse. Und Wasser geht Wasser holen. Hier ist ein schöner Teich. Oh nein! Nur Frösche können dieses Wasser trinken. Dieses schmutzige Wasser ist nichts für uns. Warum so weit fahren? Ich kann einen Krug mit kristallklarem Wasser füllen. Mädchen, wir haben Wasser. Und das Feuer kümmert sich natürlich um das Lagerfeuer. Ein feuriger Tanz entfacht eine große Flamme. Wir müssen nur noch einen Topf aufsetzen. Und jetzt werden wir eine leckere Suppe kochen. Tolle Teamarbeit, Mädels. Wo ist die Luft? Sie ist wieder in den Wolken. Was? Habe ich etwas verpasst? Zeit zum Entspannen. Die Luft ist ein bisschen kühl. Keine große Sache. Ich werde eine warme Wolke vom Himmel holen. Sie ist so weich. Unter ihr zu schlafen ist so schön. Feuer und Wasser spielen Dame. Anstelle von Spielsteinen haben sie Eis und Kohle. Werden sie das Spiel beenden, bevor das Eis schmilzt? Und die Erde ist die einzige, die sich unwohl fühlt. Stört uns nicht. Soll sie sich neben die Luft legen? Nee, hier ist es zu windig. Das ist okay. Ich werde mir eine umweltfreundliche Entspannungszone einrichten. Hier ist meine bequeme Efeu-Hängematte. Hier schlafe ich wie ein Baby. Thank you.
Hm?